Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dishonored. Und die liegen hier immer noch. Ich hoffe, wir fangen wieder da an, wo wir aufgehört haben. Das ist der Weg raus. Die da hinten haben wir schon, die Rune, glaube ich. Ja, hier haben uns die Ratten angegriffen. Okay. Sie hat gesagt, wir sollen die Tür zumachen. Okay, wir gehen raus. Ich muss mal ganz kurz mal gucken, wo die ganzen Kräfte sind. Okay. Wir haben noch ein Knochenartefakt und eine Rune auf dem Weg und wir gehen natürlich zuerst auch zu der Nebenmission. Da hinten stehen welche. Da verlassen wir irgendwie das Gebiet, wie es aussieht. Da wollen wir jetzt nicht hin. Hier sollen wir auch gar nicht hin. Deswegen gehen wir da jetzt auch nicht hin. Ich weiß nicht, ob das da hinten Wachen sind. Ich glaube aber nicht. Lass mich raus. Mir geht's gut. Wir haben was anderes gehört. Nur eine Erkältung. Bist du dir sicher? Du weißt, dass wir dich untersuchen müssen. Und es geht. Wir gehen einfach mal hin. Hau ab, oder du verlierst ein Schritt weiter ein Ohr. Und du wirst es bereuen. Ja, mit denen legen wir uns jetzt nicht an. Ich bin gefangen. Aber vielleicht sollten wir dem da hinten helfen. Das wollte ich gar nicht. Ja, nice. Ist da jemand? So, wir helfen dem mal, egal wer das ist. Ist da jemand? So, die pennen nur. Sie haben was gut. Ich will nichts über die Maske wissen. Würde auch nicht wollen, dass man mich bei einer Aktion wie eben erkennt. Wissen Sie was? Ich revanchiere mich. Schauen Sie bei Griffs Shop vorbei. Das ist mein Geschäft. Na, jedenfalls war es das einmal. Jetzt muss ich die Dinge von hier und da zusammenkratzen, während die Stadt zugrunde geht. Wenn Sie etwas brauchen, verkaufe ich Ihnen gern etwas. Vielleicht ist die Seuche eines Tages verschwunden und alles wird wie früher. Aber bis dahin heißt das Plündern. Okay, hat sich dann doch gelohnt, ihm zu helfen. Ja, ich konnte übrigens den Text nicht besser machen. Das heißt, wir haben immer noch miese Grafik, wenn es um den Text geht. Deswegen werde ich das jetzt auch alles nicht vorlesen. Das wäre ein komplettes Durcheinander dann. Ich will nur ganz kurz wissen, ist das der jetzt, wo da hinten das ist? Erstmal, warum haben wir die Waffe wieder weggesteckt? Der geht jetzt da oben hin. Oh, ich dachte, der will da hinten hin. Ich gucke nur ganz kurz, wo der Shop ist, deswegen laufen wir ihm mal eben nach. Wollen Sie sich mal ansehen, was ich gefunden habe? Achso. Gute Preise, versprochen. Ja, der hat keinen richtigen Shop. Sieht so aus. Mal sehen, was er so hat. Ein paar Lebenstränke, davon haben wir noch 4 Stück. Munition haben wir noch. Ich Bauplan Vergrößerungslinse. Ich weiß nicht, was das ist. Bauplan Sokolovs Formel. Die Formel für Sokolovs Elixier. Piero kann sie dazu verwenden, um eine Flüssigkeit zu destillieren, die Gesundheit wiederherstellt und gegen die... Ach, solche Schützen. Also wenn wir Baupläne kaufen, dann können wir wohl dafür andere Sachen kaufen. Ich würde sagen, Baupläne nehmen wir mal alle mit. So. Mehr brauchen wir nicht. Dankeschön. Danke, danke. Wir gucken uns erstmal weiter unten um. Da oben scheinen Leichen zu sein. Die haben wir erledigt. Weil ich die Ratten getötet habe, ist ganz einfach, weil ich nicht will, dass die Ratten die hier vorne auffressen. Wir wollen hier nicht noch mehr Ratten haben.
So. Ich weiß gar nicht, warum wir Leben verloren haben. Ach ja, wegen den Ratten von der Lumpengräfin. Ich erinnere mich. Wir gucken uns ganz in Ruhe hier um. Leere Flasche brauchen wir nicht. Was ist das da? Geld. Oh, hier geht's gar nicht lang. Oder komme ich da hoch? Wir kommen hier hoch. Oh. So ein Zufall. Hinter dem war ich gar nicht her und wir haben es trotzdem gefunden. Okay. Knochenartefakte. Texte lesen mache ich hier selten. Briefe, Tagebücher lese ich gerne, aber sowas. Ich lasse kurz auf Stopp. Falls ihr das erkennen könnt, könnt ihr es euch gerne durchlesen. Ich erkenne da wirklich kaum was. Wir nehmen das hier noch mit. Das bringt Geld. Die Leiche können wir anscheinend nicht nehmen. Was anderes ist hier auch nicht. Die Leiche können wir wahrscheinlich... Die Leiche können wir nehmen. Aber die hat nichts bei sich. Das heißt, es bringt uns auch nichts. Ganz ehrlich, ich muss das hier mal umändern, weil ich immer die falschen Tasten drücke. So, gibt es hier irgendwie einen Geheimraum oder so? Das wäre auch ganz interessant. Aber nee, hier gibt es sonst gar nichts. Das heißt, wir verschwinden wieder. Ich habe das Gefühl, ich habe euch gerade getötet. Anscheinend kommen wir auch da oben hin. Ich muss mal ganz kurz gucken, was haben wir denn noch? Wir haben noch eine Rune. Die ist da ganz hinten und dort ist die Nebenmission. Ich würde mich erstmal gerne zur Rune begeben. Da kommen wir nicht rein. Hier ist der Shop. Wo ist die Rune? Da ist sie nicht. Doch, da ist sie. Keine Sorge. Die Jungs von der Bottle Street haben keine Ahnung, wo ich die beste Beute aufbewahre. Kommen Sie wieder mal vorbei. Wie ging das nochmal so? Ja, da kannst du mal gucken, ne? Nein. Das Herz. So. Oh, da sind ein paar Ratten. Viele Ratten. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Die sollten da lieber nicht lang. Wir schleichen mal lieber. Zu den Ratten möchte ich wirklich ungern. Eine Wache. Eine kleine, miese Wache. Was haben die denn? Ja. Ich weiß nicht, wer da getötet wird oder sonst was. Wir machen jetzt erstmal die Nebenquest, weil die letzte Rune sich in Richtung Hauptquest befindet. Ich möchte jetzt wirklich nicht jede Wache ausschalten, weil ich nicht weiß, wie viele hier sind. Eben waren es noch drei. Wir gehen mal eben hier runter. Wir sollen da oben, sollen wir rein. Da haben wir eine Wache. Eine. Ich sehe nur eine Wache. Wenn sie sich jetzt nach vorne begibt, schnappen wir sie uns. Ah, diese beschissene Verdammten. Und wir können die Wachen übrigens sehr schnell gerade ausschalten. Und mir fällt gerade ein, wir haben ein neues Knochenartefakt, das wir noch gar nicht ausgerüstet haben. Da müssen wir auch nochmal gleich nachgucken. Doch erstmal bringen wir jetzt die schlafende Wache weg. Irgendwo, wo man sie nicht findet. Am besten hier so, am besten, ne? So, falscher Knopf.
Knochenartefakte. Wir haben den hier noch, oder? Welchen haben wir? Du kannst weiße Ratten länger beherrschen. Ja. Du kannst andere Personen schneller erwürgen. Die haben wir doch gerade ausgerüstet, oder? Entfernen, aktivieren. Wir können, glaube ich, 3 aktivieren. Ja, wir können 3 aktivieren. Wir haben sowieso nur 2. Weiße Ratten länger beherrschen bringt uns sowieso eigentlich gar nichts. Da wir die Beherrschfähigkeit noch nicht haben und schon wieder der falsche Knopf. Was für Kräfte können wir uns eigentlich holen? Die Nachtsicht können wir verstärken, Zeit verlangsamen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß noch nicht wirklich, wie wir spielen. Ich glaube, wir spielen mehr so leise und, naja, von hinten mehr so attackieren und so. Ins Offene würde ich mich ungern. Sprung erhöht sich und Fallschaden wird reduziert. Das ist eigentlich auch ganz gut. Das nehmen wir mal mit. So. Wobei ich das Teleportieren später auch noch ganz gerne aufbessern würde. Alles klar. Oh, wir haben kaum noch Energie. Legt sich das eigentlich von alleine auf? Ich glaube, noch eine Wache ist hier aber gerade nicht. Das heißt, wir können jetzt zu der Nebenquest. Und bevor wir da jetzt hingehen, muss ich nochmal gucken, was diese Nebenquest eigentlich ist. Moment, was steht denn da? Doktor irgendwas Büros. Okay. Sorge dafür, nein, das war's nicht. Verehrer, brich in Doktor was auch immer, Wohnung in... Ja, wir sollen da einbrechen und weiter. Ins Büro und los geht's nach dem Ladebildschirm. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt mit dem Doktor machen sollen. Sollen wir ihn töten? Sollen wir was bei ihm klauen? Sollen wir ihn leise ausschalten? Ich habe keine Ahnung. Wir gucken uns erstmal im Haus um und dann überlegen wir weiter. Wir holen gleich nochmal das Herz raus. Oh, Wachen, Wachen, Wachen. Oh, jede Menge Wachen. Drei Stück, einer ist da ganz vorne. Ja, was sollen wir jetzt hier drin, frage ich mich gerade. Suche nach einer Probe von Eingeweiden einer mit Seuche infizierten Ratte. Okay. Frage ist, hier drin haben wir nichts. Wie kommen wir an den da vorbei? Du bist so ein Hetzkopf. Dreh dich um. Hau ab. Oh, Gott sei Dank. Ist da jemand? Ohoho. Was geht? Hey, oh, bringet ihn! Sieh doch die... Verdammt! Verdammt! Das war wirklich nicht meine Absicht. Oh, da hat er uns... Ach, Mist. Was machen wir jetzt mit den Leichen? Ach Mist, ich wusste, hätte auch nicht gewusst, wie wir jetzt da dran vorbeikommen. Ich will die Leichen ungern hier vorne lassen, wir bringen sie lieber woanders hin. Am besten erstmal hier so in die Ecke, bis wir einen besseren Ort finden. Ja. Man versucht nicht alle umzubringen, aber das funktioniert leider nicht immer. Ich weiß nicht, wie viele Wachen hier drin noch sind. So. Hier haben wir ein Buch. Blutwurst. Achso, Essen. Ich wollte gerade sagen. So, ein bisschen Essen. So, Leben ist wieder voll. Eine Lebensspritze. Tür mache ich eben zu. Gucken uns natürlich auch komplett hier um. Der Hals da
Da sind Ratten. Jede Menge Ratten. Oha, Fütterungsprotokoll. 4. Tag, Monat des Windes. Gemischte menschliche Überreste, großer Appetit. Da haben sie anscheinend die Ratten gefüttert. 10. Tag, Monat des Windes. Ein Stock tyrannische Erbsen. Tyrannische Erbsen. Das sind jetzt tyrannische Erbsen. Angestoßen, verrottet. Ratten zeigen kein Interesse. Ja, sie wollen Fleisch. 11. Tag, Monat des Windes. Mond, ja. Ich verlese mich hier schon komplett. Eine Büchse eingelegtes Walfleisch verzehrt. 13. Tag, Monat des Windes, menschlicher Körper, konnte noch immer Körperteile erkennen. 17. Tag, Monat des Windes, keine Fütterung, gesteigerte Aggressivität, Entschuldigung, vereinzelt Kannibalismus. Oh, das heißt, Ratten fressen sich gegenseitig. 20. Tag, Monat des Windes, der letzte Tag, Vorfall mit letzten Dienstmädchen, werde Fütterung bis zum ersten Tag Monat der Dunkelheit aussetzen. Okay, wir können die Tür öffnen und die Ratten mit den Leichen füttern. Dann werden die Leichen weg und hier werden wahrscheinlich keine neuen Ratten auftauchen. Problem ist nur, dass wir die Ratten dann komplett in diesem Raum hier haben. Wir können durch eine Tür flüchten. So, ich pack den die Leichen da mal hin. Dann sind die Leichen wenigstens weg. Ist vielleicht keine so gute Idee. Wahrscheinlich sollten wir es lassen. Ich mache es trotzdem jetzt. Wir wollen keine Spuren hinterlassen. Da kriegen die kleinen Hunger. So, und dann werde ich sie komplett hier drinnen lassen. Ich werde mich vorher hier noch kurz mal umgucken. Da drinnen mal kurz gucken. Bevor ich die Tür jetzt aufmache. Oh, da drin haben wir ja wirklich was. Ich sollte die nicht so nah aneinander legen. Ich lege die eine Spur nach hinten. Jetzt weiß ich, wie man Waffen wegsteckt. Das ist schon mal sehr interessant. Oh, wir brauchen einen Schlüssel dafür. Okay, suchen wir den Schlüssel. So lange können wir uns mal in der Haupthalle ein bisschen umgucken, weil Wachen gibt es hier wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Und die gruselige Musik setzt ein. Da sind noch zwei Ratten. Wir gehen mal wieder ganz nach vorne. Ach, wir sind schon wieder ganz vorne. Okay. Hausschlüssel ist das. Okay, Entschuldigung, da hat gerade mein Auge ein bisschen gejuckt. Habt ihr sowieso nicht gesehen, aber egal. Oh, jetzt bin ich gegen das Mikrofon gekommen. Ja. Da hat sich gerade mein Mikrofon jetzt verschoben, weil ich voll dagegen geknallt bin. Muss ich gleich richten. Mache ich, gleich. Jetzt habe ich komplett die Orientierung gerade verloren. Hier waren wir gerade, da sind die Ratten. Kann sich das nicht von alleine wieder auffüllen, das Zeug? Oh, doch, tut es. Ein bisschen. Ich suche immer noch den Schlüssel. Hier sind noch mehr Ratten. Wie es aussieht. Ich habe jetzt irgendwie die Befürchtung, dass hier... Erstmal so durchgucken. Ich habe schon Rattengeräusche gehört. Da dachte ich, ja, erstmal so durchgucken. So, ich traue keiner einzigen Ratte mehr. Irgendwo muss doch der Schlüssel dafür sein. Oh, eine Menge zu lesen. Ich würde es richtig gerne gerade vorlesen, aber das hakt mir einfach zu sehr. Also es hakt nicht. Was rede ich denn da? Ich meine... Sind das wir? Oh, wir haben keine... Also Bolzen sind voll. Das sind nicht wir.
will eine Sache kurz überprüfen. Wir haben ja einen Schlüssel gefunden. Es war der Hausschlüssel. Der funktioniert jetzt aber nicht. Das wollte ich gar nicht. Der funktioniert jetzt aber nicht hierfür. Na, wollt ihr raus? Mistviecher. Waren wir hier schon? Okay, hier waren wir schon. Ja, dann würde ich sagen, wir haben unten alles durchsucht. Wir gehen jetzt mal nach oben, wo wir auch eigentlich hin sollen. Ah, da sind wieder Wachen. Moment. Hast du den Türgriff zu Dr. Galvanis Labor berührt? Ja, ich glaube schon. Dann musst du dir deine Hände gut waschen. Die Ratten bekommen ihre lebenden Essenzen überall her, sagt der Doktor. Lebende Essenzen? Meinst du Innereien? Ich glaube schon. Also musst du deine Hände reinigen. Sie sind verseucht. Verseucht? Das ist Unsinn. Können wir nicht... Benzin oder weißem Essig. Ist gut. Was macht er den ganzen Tag? Ambrose sagt, er... Boah, wie lange reden die denn noch? So ein Quatsch. Der Doktor ist brillant. Wenn jemand die Stadt retten kann, dann er. Der kaiserliche Arzt wird uns retten. Ich habe gehört, sein neuestes Elixier ist doppelt so wirksam. Ich verstehe nicht, warum Galvani Sokolov so bewundert. Kaiserlicher Arzt oder nicht, ich würde, er sei ein Scheusal. Abergläubiger Stelzbock, der mehr Zeit mit Prostituierten im Labor verbringt. Soll das ein Vorgeschmack auf unsere Ehe sein? Schätze schon, was? Ich hoffe nicht. Ich sage es dir ganz ist die verlobt? Da geht jetzt aber nicht die Treppe runter, ne? Nein, doch. Nein. Er macht eine Drehung. Die geht dahin. Ich glaube, der geht noch höher. Wir müssen erst die Wachen ausschalten. Vorher können wir uns hier nicht umsehen. Es ist ein Dienstmädchen. Der ganze Ort ist für die Hunde gegangen. Was? Oh, das war knapp. Ich sagte ihr doch, die Kinder nicht rauslassen. Ich sagte es ihr doch. Wir müssen, auch wenn es nur ein Dienstmädchen ist, wir lassen sie am Leben. Was soll ich jetzt machen? Der andere ist irgendwo ganz oben. So. Die schnarcht aber ganz schön. Die kann hier schlafen. Und dann können wir uns ein bisschen hier umsehen. Oh, was haben wir denn da? Ein Tagebuch. Oh Junge, das wird nicht einfach jetzt. Ich bin zu einer Abendveranstaltung im Hause Boyle eingeladen worden. Ich werde selbstverständlich nicht hingehen. Der 28. Tag des 7. Monats, des Monats der größten Kälte. Was sind das für Monatsnamen hier? Der Tag, an dem ich Anton Skokalov oder wie auch immer die ihn gerade genannt haben, an der Akademie begegnet bin. Warum sollte ich das Jubiläum des wichtigsten Tages meines Lebens damit verschwenden, die Stiefel der Aristokraten zu lecken? Ich habe keine Zeit für Dummköpfe. Ich werde das Rätsel dieser Seuche lösen. Vielleicht zelebriere ich den Tag mit einem Glas tyrannischen, auch wenn es da nicht steht, ich nenne es aber so, Rotweins. Ich habe immer das Gefühl, der andere kommt hier gleich her. Ja, warum eigentlich nicht? Wir haben doch noch Betäubungsbolzen. Wir schleichen lieber. Da ist er. Wir müssen ihn zuerst ausschalten. Vorher können wir uns nicht umsehen. Ich weiß nicht, ob er die letzte Wache ist. Ach, gerade jetzt kommt er zurück.
Dreh dich um und verschwinde. Nein, nicht so rumdrehen. Verschwinde schon. So. Und weil ihr anscheinend irgendwie verlobt seid oder so, bringe ich dich mal zu deinem Schatz, auch wenn ich glaube, dass es nicht wahr ist. Ist nur so eine Vermutung. Das war nicht meine Absicht. So, bitte sehr, ihr könnt zusammen schlafen. Also, ich meine wirklich schlafen. Mehr nicht. Tür zu. Dann... Ich glaube, das war die letzte Wache. Ah, sehen wir uns ein bisschen hier um. Wo ist haben wir denn da? Hat niemand gehört. Kleines Brot essen. Wo geht's denn da hin? Kommen wir da wieder raus? Ich will aber nicht wieder raus. Wir sind hier drin noch nicht fertig. Ein Tresor. Und wir brauchen eine Kombination. Oh nee, oder? Beim letzten Mal wusste ich ja noch, wo die Kombination ist. Hier diesmal nicht. Oh, das nehmen wir mit. Kleine Ratten. Tür zu. Ein Aschenbecher. Ich habe keine Ahnung, wo die Kombination ist. Auf den Gemälden sehe ich jetzt auch nichts Besonderes. Dachte, vielleicht steht das da irgendwo drauf. Hier vielleicht? Nein, da steht gar nichts. Da auch nicht. Wir müssen noch höher, oder? Ja, wir müssen noch höher eigentlich. Das ist wieder ein Buch. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte gerade, das wären... So. Vielleicht bewege ich mich so schnell, dass ich die Zahlen gar nicht sehen kann, aber... Ich sehe sie nicht. Gut, wir sind aber noch lange in diesem Haus nicht fertig. Vielleicht finden wir diese Zahlen noch. Ist das Geld? Nee, das ist nur ein Glas. So, dann gehen wir erstmal weiter höher. Also noch eine Etage höher. Moment, im Kamin vielleicht? Nein, nein. Gar nichts. Okay, sowas wie Wachleute gibt es anscheinend nicht mehr. Vier Wachleute, ein Dienstmädchen haben wir ausgeschaltet. Naja, drei mussten wir leider töten. Jetzt haben wir was Neues gefunden. Eine Springmine haftet auf allen Oberflächen, indem du zunächst zielst und dann L1 drückst. Sie wird ausgelöst, wenn ein Gegner sich hier nähert und schleudert eine Wolke von... Was steht da? Schrapnellen von sich. Was auch immer. Jedenfalls, sie macht Schaden. Da müssen wir rein, deswegen gehen wir da mal als letztes hin. Miese Ratten. Nein, warum? Immer sicherheitshalber benutze ich diesen Nachtsichtblick, um auf alles vorbereitet zu sein.
das hier das Labor? Oder Experimente oder sowas? Ein Fisch? Lecker. Da ist das Labor. Und eine Ratte. Ist aber rein gar nichts. Da sind Zahlen. 287. Bevor wir hier weitermachen, gehen wir nochmal zurück. Ich habe sonst das Gefühl, dass hier neue Wachleute auftauchen, wenn wir weitermachen. Ich habe vergessen, wo die Truhe war. Wo war die Truhe? Der Tresor. Truhe, sag ich schon. Ich habe wirklich vergessen gerade, wo der Tresor war. Das ist jetzt ein Scherz. War der nicht hier irgendwo? Habe ich diese zwei Ratten nicht schon vorher getötet? Wo war denn nochmal der Tresor? Ach, da. 287 war das jetzt, oder? Ich vergesse hier gerade alles. Wow. 8 7. Ja, es ist richtig. Zack, den machen wir wieder zu. Ändern mal lieber die Kombination so, damit man nicht sieht, dass hier jemand dran war. So. Und dann machen wir weiter.